Kakao-san? Es war einmal eine Ziege, die Künstlerin war und ein farbenfrohes Bild entwerfen wollte. Sie glaubte, dass viele Farben das Bild lebhafter machen würden. Sie zeichnete es erst und fügte dann Ölfarben hinzu. Sie wählte die Farben sehr sorgfältig. Diese hier ist zu dunkel. Und diese hier zu hell. Diese hier ist zu gelb. Ah, jetzt habe ich sie. Das Gemälde der kleinen Ziege war wirklich wunderschön. Die Landschaft sah so real aus. Wow, Schwester, dieses Bild ist fantastisch. Es sieht aus, als wenn wir mittendrin wären. So, als ob wir den Berg da wirklich besteigen könnten. Was ist dein Geheimnis? Ich habe erst mal meine Augen geschlossen. Probier's aus. Ich stellte mir vor, ich sei selber auf dem Berg. Ich habe sogar den kalten Wind gespürt. Brrrr. Ich bin über die Felsen gesprungen. Okay, jetzt versuch du es auch. Während die kleinen Ziegen sich mit geschlossenen Augen vorstellten, sie seien auf dem Berg, näherte sich ihnen der böse Wolf. Er hielt einen Pinsel mit schwarzer Farbe. Und wenn ich fertig bin? Dann zähle ich rückwärts und öffne meine Augen. 3, 2, 1. Als die kleinen Ziegen ihre Augen öffneten, waren sie geschockt, was mit dem Bild passiert war. Und 0! Wie? Mein schönes Bild! Es ist ruiniert! Ich glaube, das hat jemand mit Absicht gemacht. Da ist schwarze Farbe ans Fenster geschmiert und draußen ist auch Farbe ausgekippt. Die kleinen Ziegen waren entschlossen herauszufinden, wer für die Zerstörung des Gemäldes verantwortlich war. Guck dir die Fußspuren am Boden an! Ich glaube, ich weiß, wer dahinter steckt. Wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Wir sind eh nicht weit von zu Hause entfernt. Mama würde sauer werden, wenn wir zu zweit weggehen. Natürlich. Wir sind vorsichtig. Hier hören die Fußspuren auf. Hier sind auch keine Bäume. Ich glaube, ich weiß, wer hier wohnt. Du Wolf! Du bist derjenige, der mein Bild ruiniert hat. Dir werde ich's zeigen. Wovon redest du? Ich war die ganze Zeit hier und habe gemalt. Ich bin fast fertig. Ruiniert es nicht. Aber du hast das Gemälde meiner Schwester zerstört. Warum sollten wir nicht dasselbe mit deinem machen? Die kleinen Ziegen packten sich die Leinwand vom Wolf. Aber als sie das Gezeichnete sahen, konnten sie nicht erkennen, was es sein sollte. Was ist das? Was hast du versucht zu zeichnen? Es ist ein Selbstporträt. Ich sehe gut aus, oder nicht? Fass das nicht an! Die kleinen Ziegen sahen sich an und fingen an zu lachen. Oh, das kriegst du zurück. Warum lacht ihr? Meine Zeichnungen sind wirklich gut. Du bist nur eifersüchtig, weil ich es besser kann als du. Oh ja, natürlich bist du gut. Dachtest du, wenn du mein Bild zerstörst, dann wirst du ein besserer Künstler? Ich hätte dir beibringen können, wie man richtig malt, wenn du mich gefragt hättest. Okay,
Es tut mir leid. Zeig mir, wie man malt, bitte. Ich verspreche, ich werde nie wieder ein Bild ruinieren. Es war einmal... eine Ziege, die in den Bergen zelten wollte. Sie kletterte noch höher als gewöhnlich. Das Wetter war perfekt fürs Klettern. Die sportliche Ziege hatte ihre Kletterausrüstung mitgebracht. Sie wusste, es war Zeit für den Aufstieg. Als die sportliche Ziege anfing zu klettern, bemerkte sie das Augenpaar nicht, das sie beobachtete. Du kleines Girl! Wie kannst du es wagen, höher zu klettern als alle anderen? Ich werde schneller klettern als du und wenn ich erstmal oben bin, werde ich meine Flagge hissen. Hey! Hey, 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 du! Hey, du Kind! Du glaubst, du kannst höher klettern als alle anderen? Böser Wolf, was machst du hier? Geh zurück, sonst wirst du runterfallen. Du kannst mit diesen Latschen nicht klettern. Sei doch nicht blöd. Wenn du klettern kannst, kann ich das auch. Er fing an zu klettern, ohne auf die Ziege zu hören. Er trug keine Kletterschuhe. Das ist so einfach. Siehst du? Ich kann das auch. Wolf, auch wenn du böse bist, will ich nicht, dass du dich verletzt. Hör zu, du bist nicht so ein Sportler wie ich. Bla, 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 ich kann dich nicht hören. Der Wolf glaubte, wenn es irgendwer bis an die Spitze schaffte, dann er selber. Er war so eifrig dabei, dass er nicht vorsichtig war. Er rutschte ab und stürzte. Die sportliche Ziege reagierte schnell und fing das Seil, bevor es riss. Oh, 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 Hilfe, Hilfe! Hilf mir, sportliche Ziege! Ich halte das Seil fest. Keine Angst, böser Wolf. Kletter hoch, ich zieh dich rauf. Okay, okay, zieh mich rauf. Ich hab Angst. Sei vorsichtig! Es ist steil, könntest fallen! Du Tortel! Ich hab's geschafft! Ich hab's als erstes auf den Gipfel geschafft! Huhu, yippie! Oh, oh, oh. Die sportliche Ziege schaffte es bis nach oben und hisste ihre Flagge. Rette mich! Meine Lieblingslatschen sind weg! Du hast es mal wieder geschafft, Wolf. Du wirst es nie lernen.
Warte, ich rette dich. Schneewittchen fütterte die Vögel im Wald. Hier, bitteschön, mein Schöner. Das ist zum Dank dafür, dass du mich jeden Morgen mit deiner schönen Stimme und deinen Liedern aufwächst. Dann hörte sie eine sehr bekannte Stimme. Schneewittchen, Schneewittchen! Was ist los? Schneewittchen! Oh, Cinderella! Meine liebe Freundin, ich bin so froh, dass du kommst. Eigentlich bin ich gekommen, um dich um Hilfe zu bitten. Sicher, wenn ich irgendwas tun kann? Sieh, Schneewittchen, es ist ein Jahr her, dass dieses Foto aufgenommen wurde. Oh, es ist der Jahrestag, an dem der Prinz dich gefunden hat. Ja, ich möchte ihm ein schönes Geschenk geben. Das ist sehr aufmerksam von dir. Aber ich kann mich nicht entscheiden, was es sein soll. In solchen Fällen kann der Wald eine großartige Inspiration sein. Mal sehen. Der Wald? Bist du sicher? Klar, folge mir. Wenn du das sagst. Also wanderten Cinderella und Schneewittchen durch den Wald. Was für eine schöne Blume! Oh, meine Lieblingsfarbe! Was ist die Lieblingsfarbe des Prinzen? Ich denke, diese Farbe. Ich mag auch Lavendel. Lass uns welchen sammeln. Schneewittchen, Lavendel ist ein tolles Geschenk, aber ich möchte ihm etwas Besonderes geben. Okay, wir haben gerade erst angefangen. Cinderella und Schneewittchen sammelten ein wenig Lavendel und setzten ihre Reise fort. Oh mein Gott, was sind das für Dinge? Das sind Kokons. Schmetterlinge wachsen in ihnen und schlüpfen dann. Sie sind sehr weich. Der Prinz mag sie sehr. Ein sehr bequemes Kissen vielleicht? Wir haben bereits zu viele Kissen im Palast. Dann lass uns weitergehen. Bitte sehr. Die Prinzessinnen kamen an ein Flussbett. Was für ein beruhigender Ausblick. Das ist es wirklich. Nun sag mir, mag der Prinz angeln? Nein, nicht so sehr. Während die Prinzessinnen sich unterhielten, wurde ein Baumstamm ans Ufer gespült. Ist der Prinz gut im Schnitzen? Vielleicht können wir ihm eine Statue aus diesem Stamm schnitzen. Vielleicht. Bin ich sicher. Lass uns ihn trotzdem mitnehmen. An der Oberseite ist Moos. Gut, dass wir nicht darauf getreten sind. Der Prinz ist ausgerutscht und hat sich letzte Woche auf seinem Spaziergang den Knöchel verstaucht. Also mag der Prinz Spaziergänge? Ja. Lass uns nicht vergessen, dass er dir letztes Jahr einen Schuh gegeben hat. Ja. Wie wäre es, ihm einen Schuh zu machen? Das ist eine super Idee. Ich bin mir sicher, er wird es lieben. Aber was? Ich weiß nicht, wie man Schuhe macht. Wir brauchen Hilfe von jemandem, den ich sehr liebe. Wer? Die Prinzessinnen nahmen das Material, was sie gesammelt hatten, und machten sich auf den Weg zum Bauernhof. Was führt euch hierher? Modische, wir brauchen deine Hilfe. Okay, klar.
Die Prinzessinnen gingen in Modisches Werkstatt und legten auf den Tisch, was sie gesammelt hatten. Ich nehme an, ihr wart im Wald, um euch inspirieren zu lassen. Ja, es ist der Jahrestag, an dem der Prinz und ich uns kennenlernten und ich will ihm ein schönes Geschenk machen. Was denkst du, Modische? Können wir aus diesen Materialien ein paar Schuhe machen? Mal sehen. Mit den Kokons können wir ein wenig Seide sammeln und Samtschuhe machen. Hurra! Was ist mit der Sohle? Wir können die Sohle aus diesem Baumstamm machen. Wunderbar! Wenn ich das Moos trockne, können das wunderbare Schnürsenkel werden. Welche Farbe soll es sein? Die Prinzessinnen kannten die Antwort. Sie sahen einander an und lächelten. Lavendel! Großartig, dann machen wir lilane Samtschuhe. Fangen wir an. Schneewittchen begann, den Lavendel zu zerdrücken und machte es zu Pulver, wie Modische es beschrieben hatte. Sieh dir diese tolle Farbe an. Cinderella begann, die Kokons zu kochen. Sie werden wirklich zu Seide. Modische schnitzte den Baumstamm, um die Sohlen zu machen. Sie arbeiteten den ganzen Tag. Die Lavendelblüten wurden zerstoßen, die Kokons wurden zu Seide, das Moos wurde zu streng getrocknet und der Baumstamm war nun die Sohle des Schuhs. Schließlich waren die Schuhe für den Prinzen fertig. Sieht toll aus! Sie sind sogar besser, als ich dachte. Ich hoffe, dem Prinzen gefallen sie. Gerade da hörten sie ein Klopfen an der Tür. Cinderella! Mein Prinz! Ich habe überall nach dir gesucht. Wo warst du? Ich habe dir ein Geschenk zu unserem Jahrestag besorgt. Du bist so nett, wie immer. Die habe ich für dich gemacht. Oder vielmehr, wir haben sie gemacht. Meine Lieblingsfarbe und so weich. Du wirst auch nicht mehr ausrutschen und fallen. Modische hat dir eine Anti-Rutsch-Sohle gemacht. Haha, total toll. Ich werde sie gleich anziehen. Stopp, nicht so. Wie? Wie soll ich sie dann tragen? Ich ziehe sie dir an. Fantastisch! Lass mich direkt ein Foto schießen, damit wir uns an diesen Moment erinnern können. Danke euch allen! Alles Gute zum Jahrestag! Schneewittchen unterhielt sich mit dem Spiegel im Zimmer der bösen Königin. Aber warum sollte ich dir denn helfen? Bist du nicht der Weiseste, der Magischste, der Schlauste aller Spiegel? Natürlich bin ich das. Was denkst du denn? Nun, dann beweise es. Aber ich möchte eine Gegenleistung. Ich wüsste nicht, was ein Spiegel wollen könnte. Was kann ich für dich tun? Sieh nach unten. Siehst du die rechte untere Ecke? Lass mich mal sehen. Oh ja, das ist ein kleiner Fleck. Klein, aber klebrig. Wenn du mir hilfst, es zu reinigen, werde ich dir zeigen, was du möchtest. Leider kümmert sich die Königin nicht gut um mich. Natürlich putze ich dich. Versprochen. Dann lass uns sofort anfangen. Die Schlösser im Norden sieht so aus. Als der Spiegel Schneewittchen die Schlösser zeigte, kletterte Happy zum Fenster hinauf und war überrascht, Schneewittchen zu sehen. Oh, was mag Schneewittchen hier? Dieses Schloss hat 17 Zimmer und 9 Halle. Zudem ist es sehr nah am See. Wow, was für ein schöner Ort. Ich könnte jeden Tag schwimmen gehen. Was? Zieht die Prinzessin aus? Aber warum? Das ist der Winterpalast. Du wirst also nicht schwimmen können. Aber dieser Palast hat den besten Ausblick auf den Schnee.
dieser Ort ist auch schön. Ich kann es nicht erwarten, dorthin zu gehen. Geht sie? Jetzt? Das kann nicht wahr sein. Hey, Happy, was machst du hier? Du siehst traurig aus. Das ist unmöglich. Happy kann niemals traurig sein. Frag nicht, was los ist. Du wirst auch traurig sein, wenn du rausfindest, was los ist. Schneewittchen zieht heute in ein weit entferntes Schloss. Hast du es vielleicht falsch verstanden? Die Prinzessin würde niemals ausziehen, ohne es uns zu erzählen. Ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört und mit meinen eigenen Augen gesehen. Chef und Happy fragten die Vögel um sie herum. Sie fragten jeden einzelnen Palastarbeiter, aber niemand wusste etwas. Aber die Neuigkeiten verbreiteten sich schnell im Palast und im Wald. Schneewittchen verlässt den Palast. Das ist weiter entfernt, als ich dachte, aber du hast einen wunderschönen Palast für mich gefunden. Hallo, Prinzessin. Hallo, Chef. Du gehst also wirklich? Ja, Chef, ich bin so froh. Ich wollte schon so lang und ich habe diese Möglichkeit gefunden. Es ist also weit weg von hier? Ja, es ist weit. Ich muss alle meine Sachen packen. Tschüss. Schneewittchen kehrte in den Palast zurück und begann, ihren Koffer zu packen. Die Vögel und die Bienen kamen zu ihrem Balkon, als sie die Neuigkeiten hörten. Prinzessin, der Koch kocht dein Lieblingsessen. Wie wirst du es woanders aushalten? Happy, was sind kleine Mahlzeiten, wenn du stattdessen neue Erfahrungen machen kannst? Ich bin übrigens selbst keine schlechte Köchin. Schneewittchen nahm ihren Koffer und verließ den Raum. Dann erschien ein Palastwächter vor ihr. Er war ebenfalls aufgelöst über den Auszug der Prinzessin. Hör auf, bitte! Geh nicht! Alle sind unglücklich, weil du gehst! Wer wird sich um uns kümmern, wenn du weg bist? Chef löst alle Probleme, wenn ich mal nicht hier bin. Stimmt doch, Chef? Ja, ich gebe mein Bestes aber. Der Wächter half Schneewittchen, ihren Koffer zu tragen. Dann, als die Prinzessin im Garten wartete, begann der Wächter hastig, die Kutsche der Prinzessin vorzubereiten. Was ist los, Schneewittchen? Hast du deine Meinung geändert? Nein, nein. Ich habe mich gefragt, ob ich etwas vergessen habe. Gehst du, ohne dich bei Helen zu verabschieden? Ich schicke jedem eine Postkarte, wo auch immer ich hingehe. Bitte bestelle trotzdem allen schöne Grüße, okay? Schneewittchen, stopp! Was ist los, Happy? Krieg ich noch eine Umarmung, bevor du gehst? Natürlich, lieber Happy. Und warum bist du nicht fröhlich? Ich habe dich noch nie so gesehen. Entschuldige, aber es ist, weil du gehst. Okay, warum kommst du nicht mit? Du möchtest, dass ich mitkomme? Wie kommt's? Während Happy und die Prinzessin sich unterhielten, kam der Prinz angerannt. Verlass mich nicht, Schneewittchen, bitte! Wer verlässt dich? Wie kommst du denn darauf? Aber alle im Palast reden darüber. Die Palastarbeiter, die sieben Zwerge, die Vögel, die Bienen. Ich habe gehört, dass du uns alle verlässt. Und sie sagen, dass du an einen anderen Ort ziehst. Interessant. Ich wusste nicht, dass ich ausziehe.
Schneewittchen sah sich um und verstand den Grund für die traurigen Gesichter. Mein lieber Prinz, wir haben darüber geredet. Ich fahre mit Cinderella in den Urlaub. Du hast dich gefreut und Cinderella sogar schöne Grüße ausrichten lassen. Hast du das vergessen? Nein, das habe ich nicht vergessen. Aber als ich die Gerüchte im Palast gehört habe, war ich überrascht. Es ist meine Schuld. Ich denke, ich hätte dich fragen sollen. Du ziehst also nicht aus? Natürlich nicht. Nun, was sollte ich glauben? Ich habe dich mit dem Spiegel sprechen sehen. Deswegen habe ich es allen erzählt. Oh, Happy!